Moin, meine herzallerliebsten Freunde, für die ganz genau das hier ein riesengroßes Hobby ist. Uhr, als dieser schwarze Block einen Polizeiwagen angreift. Aus wenigen Metern werfen sie Pflastersteine auf die Beamten. Einige Zuschauer klatschen Beifall, niemand schreitet ein. Rauchwolken am Stadthafen. Ein Auto brennt, doch die Feuerwehr kommt nicht durch. Sie wird von Demonstranten aufgehalten. Wasserwerfer rücken an, um der Feuerwehr Platz zu machen. Sie nennt sich Kia und war dabei, als am Samstag die Steine flogen. Wer ist der schwarze Block? Das sind auch echt politische Leute, also jetzt auch zum Beispiel wie ich. Ich bin auch in politischen Gruppen dabei und das sind echt nur Leute, die eben keinen Bock haben irgendwie auf bestimmte politische Sachen oder so und die sich da echt auch wehren würden. Naja, und deswegen auch eigentlich die schwarze Fahne, weil das einfach so gegen alles ist, aber es hat eine Bedeutung, aber dann irgendwie auch doch nicht. Also ja. 16.40 Uhr, der schwarze Block munitioniert sich für den Nahkampf. Die politische Bedeutung ist schwer erkennbar, die straffe Organisation der Gruppe dagegen schon. Ein friedlicher Demonstrant will einschreiten, die Gruppe schüchtert ihn ein. Es gibt erfahrenere, straßenkampferfahrene Personen, die dann natürlich auch eine Art Führungsrolle in der Situation übernehmen. Und es gibt auch bisweilen Training zum Beispiel, wie man sich im Straßenkampf am besten verhält. Dann ziehen sie los. Voran einer der Anführer, der seine Truppen mit Handzeichen befehligt. Das Ziel? Eine Bank auf diesem Platz nahe des Hafens. Das Fußvolk folgt und wirft wie auf Anweisung die Scheiben kaputt. Polizei, die angeblich den schwarzen Block zu seinen Gewalttaten provoziere, ist nirgendwo zu sehen. Die Flucht aber ist einstudiert. Wir sind eigentlich so die Einzigen, die dann auch wirklich was dagegen machen, weil man kann sich das nicht gefallen lassen, wenn die Polizei Leute niederknüppelt und sonst was, dass man da nichts dagegen unternimmt. Und da ja, kann dann schon sein, dass vom schwarzen Block eben auch Gewalt ausgeht, das ist klar. Rechtfertigst du damit auch Gewalt? In gewissem Sinne ja. Warum? Wenn die Polizei Gewalt anwendet, finde ich es vollkommen in Ordnung, dass wir auch Gewalt anwenden. Doch gegen den schwarzen Block ist die Polizei an diesem Nachmittag oft in der Unterzahl. 2000 Autonome seien es gewesen, sagt die Polizei, viele aus dem Ausland, aus Griechenland oder Italien. Immer wieder muss die Polizei zurückweichen. Doch dann schlägt diese Berliner Hundertschaft zu. Am Ende des Tages zählt man fast 1000 Verletzte auf beiden Seiten. Andere suchen immer noch nach Rechtfertigungen. Bei einigen ist es das Gefühl, in Notwehr gegen einen Angriff handeln zu müssen. In anderen Fällen ist es schon auch so, natürlich haben Leute auch von sich aus die Auseinandersetzung gesucht. Das finden wir falsch. Richtig, ich meine natürlich die Leute, die auf Demonstrationen sich vermummen und dann der Meinung sind, mit Pflastersteinen rumzuschmeißen, mit Molotow-Cocktails, irgendwelche Straßenbarrikaden zu errichten und die anzuzünden, Häuser, Autos anzünden und so weiter. Ganz genau, diese Leutchen meine ich. Das wirklich, wirklich Witzige dabei ist, wenn man die alleine trifft, ne? Dann sind sie so klein. Ne? Sind sie in der Gruppe, dann sind sie super stark, ne? Hier, wie so ein Gorilla. Ne? Dann haben sie richtig Power und ja, machen richtig ordentlich Alarm da. Schöne Straßenschlachten gegen die Polizei. Die böse, böse Polizei. Ne? Polizeigewalt gibt's hier und. Ne? Und dann ist auch noch richtig geil, wenn man die dann fragt, warum demonstrierst du denn eigentlich? Ja, ich demonstriere gegen das und das. Okay, gut, aber warum denn? Ja, weil das so ist.
Ja, aber das muss doch einen Grund haben. Es muss einen politischen Grund haben, warum du so demonstrierst, dass du dir irgendwelche Sachen in die Hand nimmst und die anderen Leuten an den Kopf wirfst, ja? Und davor Gefahr läufst, die umzubringen. Ist egal. Ich mach das einfach. Ich demonstriere einfach. Ich weiß zwar nicht warum. Hauptsache Steine schmeißen. Ganz genau. Das ist super, super geil. Ne, diese Aussagen. Das sind wirklich Leute, ne? Die haben, glaube ich, die Schule nach der zweiten Klasse abgebrochen, weil sie da schon 16 waren, ja? Und schon im Alter waren, dass man da die Schule wieder verlässt, ja? In der Regel lassen sie sich dann ordentlich auf die Fresse hauen bei den Demos, ne? Beziehungsweise kriegen da ein bisschen was ab. Und sitzen dann den Montag danach, wenn das auf dem Wochenende war, irgendwo beim Amt und sagen, oh, ich kann jetzt aber meinen 1-Euro-Job nicht machen. Ne, ich habe blaues Feierchen, weil so ein böser, böser Polizist mich gehauen hat. Ja, das ist super, super geil. Aber in der Masse bei den Demos schön Randale machen, schön Sachen durch die Gegend schmeißen und andere Menschen verletzen. Wisst ihr was? Normalerweise würde ich jetzt sagen, ihr habt einen an der Marmel, aber ihr habt keinen an der Marmel. Weil ihr habt die Marmel nur, damit er nicht reinregnet. Wenn man euch tief in die Augen guckt, sieht man die Kopfrückwand doch. Echt? Und ins eine Ohr rein, ins andere Ohr aus? Das ist wie eine Flüstertüte, kannst du so durchlabern? Meine Fresse nochmal! Wisst ihr, was ihr seid? Ihr seid Terroristen! Ihr seid nicht mehr und nicht weniger! Ihr seid reine Terroristen, die innere Sicherheit gefährden! Da irgendwelche Sachen rumschmeißen! Irgendwelchen Polizisten Feuerwerkskörpern ins Gesicht werfen! Pflastersteine auf den Kopf schmeißen! Oder, wie kürzlich beim G20-Gipfel in Hamburg, als Beispiel! Wo die da oben standen, auf einer Mauer und einen Sessel auf drei Polizisten runtergeschmissen haben. Solche Schwachköpfe seid ihr. Ihr seid nicht mehr. Ihr seid einfach nur Schwachköpfe. Terroristen und Schwachköpfe. Was soll so eine Scheiße? Ihr seid ja echt zu dämlich dazu, überhaupt zu wissen, warum ihr demonstriert. Aber Hauptsache Randale machen. Ne? Und am nächsten Montag beim Amt sitzen rumflennen, weil ihr auf unsere Kosten gerade nicht den 1-Euro-Job machen könnt, ne? Aber trotzdem Talas haben wollen. Echt? Noch nicht mal Schulabschluss in der Tasche? Aber rumdemonstrieren und sagen hier, wir sind ganz geile Typen, ne? Wir schmeißen mit Brandsätzen oder zünden irgendwelche Autos an. Von Familien, die aufs Auto angewiesen sind, weil die fahren zur Arbeit. Stellt euch das mal vor. Solche Leute gibt es wirklich. Und die sind auf ihre Autos angewiesen. Die richtig Geld kosten, dass ihr keine Autos braucht. Das ist klar. Ne, weil wer bis mittags schläft und bis Mitte der Nacht wach bleibt, der braucht kein Auto. Weil dann fällt er eh nix so hin, der hat keine Verpflichtung. Mittags schon die Hülse aufmachen. Ja, hatte ich auch mal solche Spinner bei mir in der Nachbarschaft, die mittags sich die Hülse aufmachen. Solche komischen Lappen, ne? Das sind auch welche. Die würden auch zu der Demo fahren und da irgendwelche Steine schmeißen oder sowas. Echt? Die Polizisten zum Beispiel, die Rettungskräfte, alle, die da sind, ja, die sind nicht umsonst da. Die im Endeffekt sind die da wegen euch Spinnern, um euch nachher wieder zusammenzuflicken oder um euch halt eben ein bisschen Einheit zu gebieten. Meine Fresse nochmal, du, da kriegst du einen Blutdruck, du. Lass so eine Scheiße sein, vor allen Dingen, wenn ihr da irgendwelche Leute verletzt. Das sind zum Teil auch Familienväter und Mütter, ja. Denkt mal drüber nach. Wenn ihr überhaupt denken könnt, da. Echt. Und benutzt mal diesen großen Pickel da oben. Nicht nur dazu, damit es nicht reinregnet. Sondern auch zum Denken, Mann. Meine Fresse nochmal, du. Seh doch keine Saukopf mehr. Da krieg ich so einen Blutdruck, du.